General Bühler und den Herrn Nötzel. Beim Herrn Bühler würde ich sagen, war für mich das Highlight, wie er sich über die Vergabeverordnung willentlich und wissentlich hinweggesetzt hat. Er wollte Accenture haben. Er war der festen Überzeugung, nur Accenture kann diesen Auftrag PLM erledigen, obwohl Nötzel, das ist jemand von Accenture, gesagt hat, das hätten auch andere gekonnt. Aber General Bühler hat ganz bewusst seinen Mitarbeitern den Auftrag gegeben, findet einen Weg, wie wir Accenture beauftragen können. Das war für mich das Highlight. Wir haben ihn mehrfach befragt, er stand dazu. Das war volle Absicht von ihm gewesen. Voll an der Vergabe vorbei. Und er hat ja immer betont, er sei kein Jurist, er sei nur ein kleiner Offizier und ein kleiner Techniker. Dazu braucht man auch reicht ein kleiner Kommunalpolitiker zu sein, um zu wissen, dass Ausschreibung sein muss. Und was Herrn Dr. Nötzel betrifft, Herr Dr. Nötzel ist von sich und seiner Arbeit sehr überzeugt. Hat auch klar zu verstehen gegeben, dass er diese Aufgabe nicht bekommen hat, weil er die Leute kannte, sondern weil die Firma einfach gut ist. Das nehmen wir einfach mal so zur Kenntnis. Tatsache ist aber auch, dass er offensichtlich mit 140 Leuten in der Spitze vor Ort war. Wir stellen uns das im Ministerium vor. Und dass das nicht nur Freude Eierkuchen war, sondern man sich dort eben, und damit haben sich unsere Befürchtungen bestätigt, man sich eben breit gemacht hat und sich auch darüber im Klaren war, dass die Bundeswehr ohne diese externe Beratung nicht kann. Und man auch mit großem Selbstverständnis weitergemacht hat. Obwohl Aufträge gar nicht vorlagen, hat man bereits angefangen zu arbeiten. Und obwohl es gestoppt wurde, nachdem der Bundesrechnungshof Halt gerufen hat, hat man weitergearbeitet. Wir gehen davon aus, in der Annahme, gutes Invest, weil es ja weitergehen muss. Wie hat sich Herr Nötzel im Namen von Accenture eingebracht, um PLM oder andere Projekte umzusetzen? Er hat sich an allem eingebaut. Es waren ja mehrere Projekte. Er war federführend, er hat das auch bestätigt. Er war sozusagen der Kopf des Ganzen. Er hat Akquise betrieben und gleichzeitig die Aufgabe erfüllt. Das hat er bestätigt. Er ist nicht nur ein Verkäufer, es war ein ganzheitlicher Ansatz. Und er hat auch bestätigt, dass jeder, der dort gearbeitet hat, 1.700 € Tagesgeld bekommen hat. Es wurde abgerechnet zu Höchstsätzen und er hat darauf Wert gelegt, dass der Auftraggeber, sprich die Bundeswehr in diesem Fall, das Ministerium, das so eingeschätzt hat, dass die Arbeit, die dort geleistet wird, den Höchstsatz verdient. Die wollten es so. Die wollten es so. Es wurde auch gerade noch mal von General Bühler ja bestätigt. Man hat das auch deswegen gewollt, weil die Preise, so hoch sie sind, offensichtlich in der freien Wirtschaft wesentlich höher sind. Und man hatte Sorge, wenn man runtergeht mit dem Preis, obwohl auch dort Leute gearbeitet haben, die offiziell so etwas nicht bekommen, dass man die eben Sorge hatte, die zu verlieren. Aber beim Ich hätte es noch ergänzt, dazu muss man wissen, der Rahmenvertrag 20.227 gibt 5 verschiedene Preisklassen vor, auch 5 verschiedene Skill-Level, also praktisch wie qualifiziert ist die Person. Ja? Und Nötzel sagte, das BMVG wollte, dass nur die 2 obersten Skill-Level abgerechnet werden. Nötzel hat uns gegenüber bestätigt, dass auch andere Skill-Level in den Projekten drin waren. Er hat uns zum Beispiel Projektleiter genannt, die haben dort mitgearbeitet. Dafür sah der Rahmenvertrag 20.237 einen niedrigeren Preis vor. Und da sind wir dann auch schon wieder beim Steuerschaden. Ja, denn da haben wir Arbeiten, die erledigt worden sind und abgerechnet worden sind zu einem Preis, der eigentlich über dem lag, was hätte bezahlt werden müssen. Und da sagte Nötzel, der Kunde, und das war das BMVG, wollte nur die obersten beiden Preisklassen bezahlen. Wir haben nicht herausgefunden, wer denn die Einstufung vorgenommen hat. Das heißt, wer hat denn entschieden, welcher Softwareentwickler, welcher Mitarbeiter in welcher Stufe eingestuft wird? Das konnte uns keiner der beiden Zeugen heute sagen. Das ist ja auch interessant für Nötzel selbst. Nötzel selbst hat ja auch Stundenzettel unterschrieben, hat abgerechnet. Nötzel selbst hat Stundenzettel unterschrieben, hat abgerechnet. Er selbst ist kein Softwarearchitekt, er ist Politikwissenschaftler, hat aber wie ein Softwarearchitekt abgerechnet. Und so haben wir uns die Liste angeschaut, da waren viele Nichtstudierte drin, die trotzdem zum Top-Preis abgerechnet haben, konnte uns aber keiner sagen, wer diese Einstufung vorgenommen hat. Also wenn man den großen Strich zieht, haben sich alle in dieser Situation wohlgefühlt. Und wenn der Bundesrechnungshof nicht den großen Aufschlag gemacht hätte, wäre das auch so weitergelaufen, ohne Ausschreibung, mit Höchstsätzen, das muss man einfach quotieren. Da hat sozusagen die Beratung und die Ministerialbürokratie, die unterschiedlicher nicht sein können, an einem Strick gezogen, aus unterschiedlicher Motivation heraus. Aber die, was die Opposition vorher angekündigt hatte, sozusagen Druck auszuüben, um die Rolle Suders zu klären, oder wenn nicht sogar die von der Leyen, da ist ja nur nicht viel übrig geblieben. Also wir sind alle befreundet.
Ja, das haben wir ja mehrmals zum Thema gemacht. Das wurde ja insofern interessant, als ob definiert wurde, was ist eigentlich Freundschaft. Das ist natürlich, Herr Dr. Nötzel sagt ja, mit Frau Suder sei er befreundet. Er sagte, mit General Bühler sei er nicht befreundet. Das sei eine, er hätte eine andere Ebene von Freundschaft. Mentor hat gut, das genannt. Ja, Mentor, und wiederum hat auch gesagt, dass General Bühler ihn wiederum so cool findet. Ich reduziere das jetzt mal. Ich meine, das ist natürlich alles Pillepalle, wenn man jemand bittet, Taufpate zu sein, auch wenn es aus den Gründen ist, dass die anderen Taufbegleiter offensichtlich nicht katholisch waren. Wenn man jemand bittet, Taufpate zu sein für seine 5 Kinder, dann, ich weiß nicht, ob man den Freund nennt oder Nachbarn. Also ich würde so jemand als Freund bezeichnen. Und gab es jetzt die Buddy-Netzwerke oder nicht? Also ich würde sagen, wie wir im Rheinland sagen, wir kennen uns, wir helfen uns. Es war zumindest nicht, ich möchte mal sagen, es war kein Hinderungsgrund, sondern man kannte sich, man war mit Sicherheit von dem anderen, von der Arbeit, durch die Arbeit vorher, war man überzeugt, dass es Sinn macht. Was aber ziemlich unangenehm ist, finde ich, dass überhaupt kein Unrechtsbewusstsein war. Und die Frage, ob sich irgendjemand anvertraut hat, also auch dem Compliance, den hatten wir ja auch als Zeugen, der hatte ja gar nichts ausgesagt. Hat gesagt, nein, da wurde ja bei Compliance nur darüber berichtet, wer wann welches Häppchen essen darf, wir erinnern uns. Also das wäre in der freien Wirtschaft in der Form, wenn man Compliance hat, muss man es ernst nehmen, aber offensichtlich hat keine Seite das Gespür dafür gehabt. Jetzt kann man Gespür nicht verurteilen, nicht rechtlich verurteilen, aber es hat schon einen faden Beigeschmack. Okay. Aber wir sind ja noch nicht am Ende, wir haben ja noch mehrere Zeugen. Ja. Petto und Frau Dr. Suding kommt auch und letztlich kommt auch die Ministerin. Sie haben mit Herrn Lindner zusammen die Woche ein Schriftstück rausgegeben, weil irgendwelche Akten fehlen, nicht rausgegeben worden sind. Was waren das für Akten? Wissen wir das schon? Also wir hatten Unklarheit darüber, wie das Verteidigungsministerium die Beweisbeschlüsse dieses Ausschusses interpretiert. Das Ministerium hat ja mehrere GmbHs in seinem Geschäftsbereich, die ihm zu 100% gehören, die BWI, die ja hier schon zur Sprache kam, die Hilde-Hersen-Standsetzung, wo wir Zeugen hören werden, und eben auch eine Firma, die hieß früher GAP, die heißt jetzt BW Consulting. Kollegen von Ihnen hatten da Unterlagen, die aus unserer Sicht klar unter die Beweisbeschlüsse fallen, aber in unserem Beweismaterial noch nicht aufgetaucht sind. Wir haben heute teilweise eine Klärung herbeiführen können in der Beratungssitzung. Teilweise heißt, dass alle ein Verständnis davon haben, dass auch diese Firmen natürlich Teil des Untersuchungsgegenstandes sind. Aber was uns natürlich verärgert, ich glaube, das kann ich auch im Namen meiner Kollegen sagen, ist jetzt der schleppende Zugang des Beweismaterials. Wir sind jetzt ein halbes Jahr bei der Arbeit. Wir haben Interesse daran, das hier zeitnah abzuschließen. Das setzt aber auch mal voraus, dass wir irgendwie das vollständige Beweismaterial mal zugeleitet bekommen und nicht irgendwie in Salamischeiben. Ich habe keine Lust, hier noch im Herbst zu sitzen und jede Woche neue Ordner zu erhalten. Wir reden von richtig vielen Ordnern noch. Also wir reden über etwa 1500 Ordner, glaube ich. Und der andere Punkt ist, natürlich auch in der Sommerpause worauf wir heute gedrungen haben. Die Beweisbeschlüsse umfassen natürlich auch elektronische Korrespondenz. Und aus meiner Sicht fallen darunter ganz klar nicht nur E-Mails, sondern sollte es dienstliche SMS gegeben haben in dem Zusammenhang, dann erwarten wir, dass das BMVG die uns auch zuleitet. Wir haben ja Hinweise erhalten, dass hier relativ wenig verschriftlicht worden ist. Das haben wir ja heute wieder bei den Befragungen gemerkt. Viel auf Zuruf, viel in Tischgesprächen. Und deswegen liegt natürlich der Verdacht nahe, dass auch manche Billigungen einfach mit dem Okay per SMS erfolgt sind. Aber den Sachen muss man dann nachgehen, um da wirklich auch Transparenz zu schaffen. Mhm. Herr Lindner, Sie haben heute Herrn Nötzel und Herrn Bühler erlebt. Wo ist das größere Problem? Also Herr Nötzel will für sein Unternehmen Geschäfte machen. Das kann man erstmal ein Privatunternehmen nicht übel nehmen. Da muss man immer fragen, in welchem Rahmen geschieht es, mit welchen Methoden geschieht es, auch mit welcher Selbstverpflichtung. Da bleiben einige Fragen noch offen, muss man ganz ehrlich sagen. Wir haben ja einen Mailverkehr zwischen Herrn Nötzel und Oberst Krake heute mehrfach thematisiert. Auch Herr Bühler hat sich ja eingelassen, dass es da manchmal charakterliche, ich will mal sagen, Besonderheiten gab. Was ich bei Herrn Bühler ehrlich gesagt erschreckend finde, ist eine gewisse Naivität, dass er einerseits sagt, ich darf doch mit Herrn Nötzel befreundet sein. Ja, selbstverständlich darf er das, aber dann soll er natürlich einen gewissen Abstand wählen, wenn es um geschäftliche Beziehungen geht. Herr Bühler ist Soldat der Bundeswehr, er hat gelobt, das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen. Und seine Auffassung von Vergaberecht, dass es nämlich nicht nur dazu dient, Wettbewerb zu erhalten, sondern auch für die Steuerzahler wirklich die wirtschaftlichste Lösung zu finden, die waren eher erschreckend. Und
was sich heute wieder leider fortgesetzt hat, ist dieses Spiel, ich bin ja nicht zuständig. Also wir haben jetzt hier über Wochen hinweg Befragungen durchgeführt, wo uns Leute, glaube ich, gegenseitig erklärt haben, wofür sie alles nicht zuständig sind, aber nicht wofür sie zuständig sind. Und dann sagt halt, die ganze Planungsabteilung hat nichts mit der Vergabe zu tun. Das sind die bösen Jungs und Mädels in Koblenz, um das korrekt zu gendern. Aber dann werden denen so enge Vorgaben gemacht, dass natürlich der Prüfungsspielraum und der Ermessensspielraum, den Koblenz am Ende des Tages hatte, nahezu auf null reduziert war. Also ich muss nach diesen 10 Stunden feststellen, dass für mich General Bühler bei allem Respekt der Totalausfall ist. Ich finde es erschreckend, wie damit umgegangen wird mit dem Thema Vergabe. Und das wiederhole ich auch nochmal, es ist ein völliges Unding, dass jemand in diesem Status beim Militär sich nur darauf zurückzieht, was andere möglicherweise glaubten. Also wenn man noch ein Funken von Sinnen ist, muss man ein Gespür davor haben, was geht und was nicht geht. Das hat er völlig. Und er hat auch die Fragen nur halb beantwortet, bis auch zum Schluss hat er sich geölt und gewendet. Ich finde das enttäuschend und wenn ich mir vorstelle, dass General Bühler zurzeit NATO-Aufträge hat als 4 Sterne generell und mehr Sterne passen nicht auf die Schulter, dann bin ich schon entsetzt darüber. Bei Dr. Nötzl, der macht seinen Job und ist jetzt nicht wirklich überraschend. Ja, ich finde noch einen Punkt, was Naivität betrifft. Das ist ja immer eine subjektive Frage, ob man was als Freundschaft klassifiziert oder als professionelles Verhältnis. Und wir können auch nicht in den Kopf von Herrn Bühler reingucken, ob ihn sozusagen diese, ich nenne es Freundschaft, dazu verleitet hat, eher exzentrische Aufträge zu geben. Das können wir nicht überprüfen. Aber was Herrn Bühler offensichtlich nicht bewusst war, dass auch durch die berufliche Nähe, also auch dadurch, dass Accenture schon tätig war, natürlich das Argument, deswegen beschäftigen wir die jetzt weiter, deswegen umgehen wir die Vergabe, natürlich ein extrem naives Argument am Ende des Tages ist, weil damit Wettbewerber natürlich frühzeitig ausgeschaltet werden. Er hat gesagt, Accenture ist das beste Unternehmen, aber ob andere Unternehmen das auch könnten, das hat er nie erörtert, da hat er keinen Eindruck davon. Nein, das war im Grunde, das war wie ein privates Unternehmen, da geht das natürlich. Da können Sie sagen, wir arbeiten super mit denen zusammen, wir sind zufrieden, warum sollen wir das Pferd wechseln, was wir gerade reiten? Das kann man, aber nicht, wenn es um Steuergelder geht. Da läuft die Nummer ebenso nicht. Und zu sagen, es gibt keiner, der es besser kann, kann er gar nicht beurteilen, weil er hier gar nicht geguckt hat, ob es jemand besser kann. Dr. Nötzl hat selber bestätigt, dass es natürlich auch andere Unternehmen gibt, die das könnten. Er räumte eigentlich so gut wie seine eigene Firma, okay, geschenkt. Aber er hat selber eingeräumt, da gibt es natürlich noch andere Player auf dem Markt. Und wie gesagt, ich fand das General, muss ich sagen, schon ein Kracher. Wenn man aber das um die Uhrzeit noch sagen kann. Aber inwieweit können Sie sich schon ein Bild machen oder zu einer Einschätzung kommen, ob oder in welchem Maß diese persönlichen Kennverhältnisse das befördert oder bevorzugt haben, dass Accenture zu diesen Aufträgen kam? Was mein Kollege Lindner gerade gesagt hat, wir können natürlich nicht in den Kopf gucken. Persönliche, dieses berühmte Wort Kennverhältnisse, was es übrigens nicht gibt, der Duden, der deutsche Sprache, kennt kein Kennverhältnis, entweder man kennt sich oder man kennt sich nicht. Aber nennen wir es jetzt mal so, das ist mit Sicherheit insofern natürlich vertrauenswecken, die haben sich jahrelang gekannt, die haben sich auch geschätzt, sonst verbringt man keine Party oder Taufe zusammen. Ob das allein ausschlaggebend war, aber es hat mit Sicherheit nicht geschadet. Also vielleicht noch 2 Ergänzungen. Für mich ist es eigentlich klar erwiesen. Also es geht ja gar nicht darum, ob Bühler und Nötzl befreundet waren, sondern für mich ist das Hauptargument, Bühler hat gesagt, dadurch, dass Accenture schon bei uns tätig ist, wussten wir, was die können, deswegen nehmen wir die. Allein so zu argumentieren ist ein Rechtsbruch. Ja. Allein so zu argumentieren ist ein Rechtsbruch. Nur weil ein Unternehmen schon da ist, müssen wir das damit nehmen. Damit hat er krass gegen die Ausschreibung verstoßen. Punkt 1 und Punkt 2, ich glaube, was heute klar geworden ist, die Brandmauer, die das BMVG bisher in seiner Verteidigungstaktik versucht hat, um Frau Suda zu ziehen, bis hin dazu, dass Frau von der Leyen sich ja hier eingelassen hat in einer Ausschusssondersitzung mit, für Frau Suda lege ich meine Hand ins Feuer. Das würde sie aber wahrscheinlich jetzt nicht mehr tun, weil Frau Suda am 12.12. nicht kam. Ich glaube, das war die große Enttäuschung. Und ich glaube, diese Brandmauer hat heute Risse erlitten. Das weiß man nach den Einlassungen von Herrn Nötzl ganz deutlich. So, in diesem Sinne, Sie dürfen weitermachen, ich bin weg. Ich muss in 7 Stunden widersprechen. Die letzten 2 Sitzungen, also heute und die letzte im Juni davor, das klang doch so viel mehr abgesprochen als in den Tagen zuvor. Das hat sich doch heute auch wieder da eingepasst in das, was die 2 Sie können das nicht verhindern. Das ist ein offenes Verfahren
oben saß die ganze Zeit in den letzten Wochen. Ein Begleiter der Firma Accenture, der hat alles mit angehört. Der hat natürlich, oder sogar zwei, wie dem auch sei, die haben natürlich auch Herrn Dr. Nötzl gebrieft, damit er ungefähr weiß, was für Fragen kommen. Ist ja nicht so, dass wir jede Woche das Pulver neu erfinden. Und insofern, das ist jetzt ein Signal. Und insofern waren die natürlich gut vorbereitet, werden das auch zusammen. Aber wir haben ja schon verhindert, dass Zeugen sich hier begegnen. Das ist kaum möglich. Das ist so. Das gibt das Verfahren so her. Wie gesagt, es ist gegen die Ausschreibung verstoßen worden, ob hin oder her, ob man sich kennt oder nicht. Und das ist ein Skandal. Okay. Herr Lindner, ich hätte noch eine Frage. Und zwar, glauben Sie Herrn Bühler und Herrn Nötzl Ihre Einlassung? Glauben Sie vor allem, dass Nötzl und Suder nicht über Geschäfte gesprochen haben? Ich würde jetzt ja Herrn Bühler wieder zu nahe treten, wenn ich sage, fürs Glauben ist der liebe Gott zuständig, nach dem, was wir heute erfahren haben. Aber Scherz beiseite, ich glaube, es ist ja unglaublich schwierig, das im Kopf zu trennen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass, wenn man privat unterwegs ist, sich nie über den beruflichen Alltag des anderen unterhält und da ganz hart eine Brandmauer reinkriegt. Das ist extrem schwierig und ich wäre überrascht, wenn so eine Spaltung im Kopf möglich wäre. Eine allerletzte Frage. Herr Conradi saß ja heute auch wieder hier. Ja. Also, ich erwarte eigentlich von Frau von der Leyen, und das ist ja nicht nur meine Fraktion, dass ihr Herrn Conradi hier als Prozessbevollmächtigten abberuft. Es gibt nicht nur nach seiner Aussage als Zeuge eine ganze Menge offener Fragen bis hin zu Widersprüchen zu anderen Zeugenaussagen, die es dringend erforderlich machen, ihn wieder im Zeugenstand zu vernehmen. Es gibt natürlich auch über seine Rolle als Abteilungsleiter Recht, über seine Rolle als ehemaliger Leiter des Leitungsstabs, eine Menge an offenen Fragen, und Frau von der Leyen tut sich keinen Gefallen damit. Sie predigt da was über Compliance und hält es beim Untersuchungsausschuss mit Rückzug auf juristische Spitzfindigkeiten nicht ein. Und ist das nicht sogar ein bisschen unfair, die anderen Zeugen rauszuschmeißen? Aber der Conradi darf jedes Mal wiederkommen. Wir sind uns alle einig, wenn das hier ein Gerichtsprozess wäre, was er nicht ist, ginge das nach der StPO nicht. Und das Ministerium erklärt uns natürlich, dass es rechtlich zulässig ist, das stimmt. Aber wir wissen alle, dass ja Compliance ja auch was mit Kultur zu tun hat. Compliance ist ja jenseits von juristisch festgeschriebenen Regeln. Und Frau von der Leyen selbst hängt es ja immer so hoch. Also ich erinnere mich noch gut an die Worte der Ministerin nach der G36-Affäre. Wir brauchen jetzt Compliance. Herr Conradi wäre ein gutes Beispiel, um damit anzufangen. Schönen Abend. Gute Sommerpause. Ja.